Hallo und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Heute geht es in meinem Podcast darum, dass du keine Wahl hast. Diese provokative Aussage möchte ich jetzt einfach mal so stehen lassen und ich möchte mit dir in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, wie sehr du in deinem Leben eine Wahl hast, aber ganz oft denkst, dass du keine Wahl hast, sondern dass alles, was dir passiert, in Stein gemeißelt ist und dass du keine Veränderung selbst herbeiführen kannst. Ich habe in meinem Magic Morning schon oft über die Wahl gesprochen, dass jeder Mensch eine Wahl hat. Und ich stoß hier immer wieder auf Widerstände und auf Ansichten, die Menschen mit mir teilen, wo sie behaupten, dass man im Leben keine Wahl hat, sondern dass manchmal die Dinge halt so sind, wie es ist, und dann kann man sie nicht verändern. Ich möchte dir heute meinen Glauben darüber näher bringen. Und es ist mir wirklich, wirklich, wirklich ein großes Anliegen, dass die Menschen verstehen, was damit gemeint ist, weil ich einfach glaube, dass das ganz oft der Fall ist, dass man einfach nicht die Tragweite dessen versteht. Und deswegen glaubt, dass das, was einem passiert, man als gegeben annehmen muss. Ja, annehmen ist vielleicht auch manchmal wichtig, aber dass wir nie eine Wahl haben, irgendetwas zu entscheiden. Und ich möchte da so unerbittlich darüber sprechen, weil ich einfach aus eigener Erfahrung weiß und auch es selber schon erlebt habe, dass man eine Wahl hat. Du kannst dich jeden Tag entscheiden, wie du etwas erleben möchtest. Und ja, da kommen ganz oft dann diese Argumente: Ich bin krank, ich habe keine Wahl. Und auch du hast eine Wahl, weil du kannst für dich bestimmen, ob du in einer positiven Energie verweilst oder ob du eine negative Energie wählst für dich. Und das ist eine Wahl haben. Du entscheidest, ob du dem Impuls oder nein, ob du den Worten eines Arztes Glauben schenkst oder ob du mit deinem Körper in Verbindung stehst und eine andere Frequenz wählst für dich. Das ist eine Wahl haben. Das bedeutet nicht, dass du vielleicht gänzlich gesund wirst, aber du kannst entscheiden, wie du mit etwas umgehst, wie es dich beeinflusst, ob du positiv ausgerichtet bist oder eben nicht. Und das kann man auf alle Themenbereiche in deinem Leben projizieren. Ist das jetzt richtig formuliert? Keine Ahnung, egal. Das gilt für all deine Lebensbereiche. In all deinen Lebensbereichen hast du immer eine Wahl, auch wenn du glaubst, du hast keine Wahl. Na, du steckst vielleicht in einer Ehe fest, die dir überhaupt nicht beitragend ist. Und du denkst dir, ich kann mich nicht trennen, weil ich finanziell das nicht packe, weil ich meinen Kindern den Papa nicht nehmen möchte. Aber schau, das ist eine Ansicht. Das ist eine Ansicht darüber, was du glaubst. Und tief dahinter steckt ja oftmals ganz etwas anderes, nämlich möglicherweise die Angst, dass du alleine nicht überleben kannst. Wir denken oft, dass wir in Situationen verweilen müssen, ja, weil es keinen Ausweg daraus gibt. Aber das stimmt nicht. Jeder von uns hat immer die Entscheidung zu sagen, okay, ich mache das jetzt weiter mit, oder zu sagen, nö, will ich jetzt nicht mehr haben, ich wähle etwas Neues.
Was es hier zu verstehen gilt, ist, dass du möglicherweise eine Veränderung in Kauf nehmen darfst und dass du dir schaust, was hinter deiner Geschichte steht, hinter deinen Ansichten. Was ist der wahre Punkt dahinter? Kannst du es verändern alleine oder suchst du dir jemanden, der dir da vielleicht hilft? Und letztendlich hast du auch die Wahl, in deiner Beziehung zu bleiben, auch wenn du unglücklich bist, indem du möglicherweise erstmal schaust, was du verändern kannst in dir, um in außen das gezeigt zu bekommen, was du gerne hättest. Denn seien wir doch mal ganz ehrlich, gerade wenn es um Beziehungen geht und naja, wir Frauen erwarten ja manchmal schon ganz schön viel. Wir erwarten, dass der Mann all unsere Bedürfnisse erfüllt, dass er uns das Gefühl gibt, dass wir geliebt sind, dass er uns das Gefühl gibt, dass wir wertvolle Arbeit leisten, wenn wir zum Beispiel Mama sind und zu Hause sind und nicht arbeiten gehen, dass diese Arbeit gesehen wird, dass wir hier gewertschätzt werden dafür. Wir wollen überrascht werden, vielleicht mit Blumen und mit Komplimenten. Wir wollen wie eine Königin behandelt werden. Aber ich frage dich an dieser Stelle, was tust du dafür, deinen Mann wie einen König zu behandeln? Und was tust du dafür, dich selbst wie eine Königin zu behandeln? Also auch hier hast du die Wahl, aus dieser Unzufriedenheitsschiene auszusteigen und eine neue Energie für dich zu wählen, zu sagen, okay, diese Energie ist nicht mehr passend für mich, ich wechsle jetzt die Spur in Spaß, in Freude und Leichtigkeit. Und dann verkörperst du diese Energie und dadurch verändert sich auch dein Außen. Also du hast auch die Wahl, hier etwas zu verändern und du musst deswegen ja auch nicht gleich deinen Partner verlassen. Aber auch wenn es darum geht, aus einer Beziehung komplett auszusteigen, auch hier hast du die Wahl, wenn es dir auch finanziell vielleicht, wenn du Angst hast, dass du das finanziell nicht stemmen kannst, na ja, dann ändere das. Und dann kommt jetzt schon das nächste Argument. Ja, Beate, ich bin schon so alt, wie soll ich das denn verändern? Hallo, such dir einen Job, hör auf, dir die Geschichte zu erzählen, dass du zu alt bist. Das ist totaler Bullshit und Quatsch. Und es gibt auch Möglichkeiten, wie du Geld generieren kannst, sodass Geld für dich arbeitet, sodass du auf andere Art und Weise möglicherweise Geld kreierst. Hey, mach einen YouTube-Kanal auf. Produziere Videos, sprich über dein Leben, sprich über irgendetwas, was vielleicht ein Beitrag für die Menschen ist. Damit kann man auch Geld verdienen. Es gibt viele Möglichkeiten. Und dafür ist man nie zu alt. In der heutigen Zeit, glaube ich, war es nie leichter, Geld zu generieren und zu kreieren. Ne? Manchmal musst du dafür nicht mal aus dem Haus gehen. Du kannst zu Hause bleiben, aber das ist alles nur eine Ansicht, die du hast. Und die Geschichte, warum du glaubst, dass alles, was dir im Leben passiert, dass das in Stein gemeißelt ist und dass du hier nicht verändern kannst. Möglicherweise hast du nicht die Wahl, deinen Körper zu verändern, wenn es dir vielleicht körperlich nicht gut geht, wenn du Schmerzen hast, aber du kannst die Einstellung dazu verändern. Und dadurch verändert sich auch etwas in deinem Körper. Davon bin ich tausendprozentig überzeugt. Und ich stelle mir oft die Frage, naja gut, ich muss, nein, anders formuliert. Früher habe ich auch oft gedacht, dass so wie mein Leben ist und so wie sich das Leben zeigt, dass ich da drin gefangen bin, dass ich das nicht verändern kann. Heute weiß ich aber, dass der Einzige, der das Leben verändern kann, dass ich das selber bin. Das ist nicht das Außen. Das Außen ist nicht schuld an irgendetwas. Ich weiß, wenn ich mich innerlich so verändere, wenn ich meine Energie verändere, dass sich dann auch mein Außen anders zeigt. Schau, mach doch mal ein Experiment. Geh doch mal in die Stadt,
irgendwo hin, ohne eine Erwartung zu haben und lächle doch einfach mal den ganzen Tag. Egal, was du dafür bekommst, aber du wirst sehen, dass immer mehr Menschen anfangen, dich zurück anzulächeln. Also das heißt, deine Energie verändert etwas im Außen. Das kannst du da beobachten und kannst du sehen. Und da kommt vielleicht jetzt auch die Stimme, ja, ich habe das schon oft ausprobiert, aber ich habe nichts zurückgekriegt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das nicht die Wahrheit ist. Wie lange hast du es denn gemacht? Hast du es den ganzen Tag durchgezogen? Hast du die Erwartung gehabt, dass jemand anders dich anlächelt und zurücklächelt? Oder bist du einfach nur aus der Freude heraus nach außen gegangen? Hast es einfach nach außen gezeigt, deine Freude, dein Lächeln auf den Lippen? Und wenn es ehrlich ist, dann bekommst du das auch zurück, ganz bestimmt sogar. Also deine Energie zu verändern. Und das ist die Wahl, die du treffen kannst. Und deswegen hat jeder von uns eine Wahl, auch du. Wie ich vorher schon gesagt habe, ganz oft sind es die Geschichten und die Ansichten über etwas, die wir haben, die uns davon abhalten, zu glauben, dass Veränderung tatsächlich möglich ist und dass jeder Mensch eine Wahl hat. Schau, wenn du diesen Gedanken hast, was denn tatsächlich deine Blockade ist. Was dich denn eigentlich wirklich davon abhält. Schau, ich habe jetzt erstmal mit einer Klientin gesprochen, in der Woche, da ging es auch um körperliche Probleme. Und wir haben ein Coaching gemacht und da ging es auch darum, vieles von dem, was sie von ihrem Schmerz, von ihren Emotionen, das war gar nicht ihres, ja. Und sie hat das abgegeben. Und ein Teil davon, ich habe sie gefragt, ob sie denn überhaupt bereit ist, alles herzugeben. Und dann hat sie gesagt, nein. Und auch das ist etwas, ja. Frag dich auch mal, ob du überhaupt bereit bist, eine neue Wahl für dich zu treffen. Oder wenn es dir gesundheitlich nicht gut geht, ob du wirklich alles loslassen möchtest. Und da war noch ein ganz entscheidender Satz mit dabei und das hat mich wirklich, hat mir gezeigt, worum es hier eigentlich wirklich geht. Denn sie hat gesagt, sie wäre bereit, alles loszulassen, wenn sie die Garantie hätte, dass es ihrem Körper nicht besser geht. Aber hey Leute, so funktioniert das nicht. So funktioniert es nicht. Du musst bereit sein, wenn du eine andere Wahl triffst, dass du alles empfängst. Alles. Auch das Negative. Nur dann kannst du alles kriegen. Auch das Positive. Also ihr könnt nicht das eine draußen halten wollen und nur das Gute. Also Energie ist Energie, die unterscheidet nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ja, das ist eine Bewertung von uns, sondern Energie ist einfach Energie. Aber wenn sie nicht, also wenn du nicht ohne diese Erwartung eine Wahl triffst, sondern die an eine Bedingung knüpfst, dann wird es natürlich echt schwer. Und gerade wenn es auch nochmal um das Thema Gesundheit geht, ist es ja ganz oft so, dass wir einen Glauben darüber haben, eine innere Einstellung. Aber mit deiner Wahl, die du triffst, ja, heute in einer Leichtigkeit zu sein, aus deiner Schwere rauszugehen, wenn du heute eine Wahl triffst, dich auf Gesundheit zu fokussieren und nicht auf Schmerzfreiheit, wenn du heute die Wahl triffst, dich auf Gesundheit zu konzentrieren und nicht auf Krankheit, dann ist es ja schon die erste Energieveränderung. Und natürlich hast du vielleicht in diesem Moment noch nicht den Glauben daran, dass dein Körper dadurch sich besser fühlt. Aber wenn du das immer und immer und immer wieder praktizierst und wenn du 95% des Tages, und jetzt kommt's, in dieser Energie bleibst, ja, nicht wieder deinen Ansichten folgst, ah, das bringt ja sowieso nichts oder das, ich kann das nicht, alleine kann ich nicht überleben. Wenn du dir deine Geschichte nicht aufhörst zu erzählen und diese, wenn du es merkst, nicht sofort wieder den Switch machst in die andere Energie, dann kann dieser Glaube auch innerlich nicht entstehen. Dieser Glaube, dieser hundertprozentige Glaube daran, dass sich etwas verändern kann, aber auch das kann man trainieren. Und der Glaube kann so viel bewirken, gerade auch wenn es um das Thema Krankheit geht.
wenn es um Krankheitsgeschichten geht. Der Glaube kann wirklich, wirklich Dinge verändern. Erinnere dich einfach daran, dass dein Körper ein Wunderwerk ist. Und ich habe im letzten Jahr einen ganz coolen Podcast darüber gemacht. Schau dir den an, hör dir den an. Denn da ging es darum, da habe ich dir aus meiner eigenen Erfahrung erzählt, was der Körper für ein Wunderwerk ist, wenn du daran glaubst. Mir kann niemand erzählen, dass man keine Wahl hat. Jeder hat eine Wahl, egal um welches Thema es geht. Gesundheit, Geld, Beziehung, Erfolg, whatever. Du hast immer eine Wahl. Die Frage ist, erlaubst du es dir und wie ist die Geschichte dahinter? Welche Ansicht hast du? Eliminier das. Schau dir das an. Löst deine Blockaden diesbezüglich auf, verändere deine Haltung und deine Energie wird sich verändern. Und dann wirst du auch erkennen, dass du in jeder ausweglosen Situation immer, immer eine Wahl hast, weil es gibt für alles, für jedes Problem auch eine Lösung. Davon bin ich auch 1000%ig überzeugt. Davon bin ich wirklich 100.000%ig überzeugt, dass wir, ja, dass wir das können. Auch du. Die Frage ist nur, möchtest du es wirklich? Stell dir ganz ehrlich die Frage, willst du das wirklich? Und bist du bereit auch diesbezüglich deine Energie zu verändern? Deine Ansichten zu verändern? Hast du den Mut, das zu tun und vielleicht schaust du nicht oder sagst du dir nicht immer, ich arbeite da schon dran, ja? Dinge sich anzuhören, Dinge zu lesen, ist nicht Integration. Auch darüber habe ich schon oft gesprochen. Das ist nicht Integrieren. Integrieren bedeutet tatsächlich, dass du in die Umsetzung kommst. Dass du guckst, wo ist der schwarze Fleck? Was habe ich darüber noch nicht verstanden? Und wenn du das nicht alleine kannst, dann schau, dass du jemanden an deine Seite bekommst und lass auch da all deine Bewertungen los. Du bist richtig, so wie du bist. Doch wenn du das Leben nicht so lebst, wie du es gerne hättest und glaubst, dass du keine Wahl hast, weil du einfach in ein Leben hineingeboren wurdest, das nicht veränderbar ist. Dann stell dir das mal vor, das ist doch echt krass. Du bist nicht hierher gekommen, um dich mit irgendwas abzufinden. Du bist hierher gekommen, um deine wahre Größe auszuleben, um Spaß zu haben in deinem Leben. Das ist dein Job hier und sonst gar nichts. Und in diesem Sinne sage ich Servus, Bussi, schön, dass es dich gibt. Triff eine Wahl für dich, du hast sie, und lass uns dadurch gemeinsam die Welt verändern.